Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Quest. Das ist eine Hauptquest, wenn ich mich nicht gerade täusche. Und ja, dafür laufen wir hier am Strand entlang. Und gucken mal so, was es so gibt. Irgendwie geht unsere Ausdauer ziemlich schnell weg, habe ich das Gefühl. Das heißt ja nicht Ausdauer, das heißt ja Konstitution hier, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt, wenn ich mir gerade den Strand angucke, vermisse ich schon die Wassertexturen und die Wasserphysik-Effekte, die ich in Skyrim habe. Da habe ich jetzt diese Strand, diese Welden-Mod, die ist halt schon... Ja, sieht hier halt schon ziemlich komisch aus. Du siehst halt nicht mal einen richtigen Übergang zwischen Wasser und Strand. Ja, klar, du siehst hier so eine Grenze, ne, die ziemlich... Das finde ich irgendwie nicht so schön. Wo sind wir hier? Ach, der Apentas Haus war das. Genau, 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 genau. Apentas Haus, genau. Ich erinnere mich. Oh, mein Fuß juckt. Ah, muss ich kurz. So, danke. Tauchen geht immer. Was ist deine Schlammkralle? Wieso habe ich keine Waffe in der Hand? Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Wieso habe ich keine Waffe? Habe ich meine Waffe verkauft, wirklich? Habe ich wirklich meine Waffe verkauft? Das wäre natürlich ziemlich dumm. Ich hoffe gerade einfach mal, dass hier in dem Haus irgendeine... Weil ich kann nicht komplett ohne Schwert. Das wäre ziemlich, ziemlich scheiße. Klar, ich habe einen Bogen. Bogen, damit kann ich mich minimal verteidigen. Hier ist Jeros Haus. Das, was davon übrig oder noch nicht da ist. Ach nö. Ich kann mich ja nicht mehr vernünftig gegen die hier verteidigen. Huch, was wird das denn? Die magischen Disziplinen, Entropie. Die Entropie ist neben der Psionik eine der verrufensten magischen Disziplinen und sie steht der Schule der Sinistra. Sie umfasst das Manipulieren von Tod und Leben, das Beschwören außerweltlicher Kreaturen und den Einsatz von Todmagie. Oh Gott. Aha. Ein entropischer Magier zeichnet sich dadurch aus, dass er Eventualitäten wahr werden lässt, welche die Kraft des Lebens alterieren. So schreckt er dich davor zurück, eine verstorbene Wesen wieder künstlich Leben einzuhauchen und es so willentlich zu einem Verlorenen zu machen. Und einer untoten Marionette, die seinem Willen folgt. Des Weiteren stehen sich Entropiker darauf, magische Anomalitäten, ätherische Kreaturen, Wölfe, Bäre, Trolle, Elementarwesen oder Waffen zu beschwören. Die wohl abscheulichste und auch gefährlichste Art der Entropie jedoch ist der Einsatz von Totenmagie. Hierbei gelingt es dem Magier, die Energie des Todes zu bündeln und gegen seine Feinde einzusetzen. Um das zu verstehen, muss sich der Student der Magiebeugnis bewusst machen. Der Tod ist eine allgegenwärtige Macht, die einem jeden Lebewesen anhaftet. Er ist bei ihm von Tag seiner Geburt und während der ersten zwei Jahrzehnte die Kraft des Lebens noch standhält, entzieht er von da an Stück für Stück seine Vitalität, bis diese vollends erloschen ist. Der Entropiker vermag es, den Tod, der in einer anderen Realität existiert, gebündelt in die unsere zu holen. Das Ergebnis ist ein furchterregendes Blitz- und Feuergewitter, dessen Klänge den Schreien der Gefallenen gleichen. Zwar übertrifft Totenmagie hinsichtlich seiner Zerstörungsgewalt jede andere der Schulen, aber gleichzeitig kostet ihre Anwendung die Magier selbst ebenfalls Lebenskraft. Nicht selten sind Entropiker selbst durch den exzessiven Einsatz dieser Magie verstorben.
Zweites Reputation. Die Ausübung der Entropie ist dem wegestreuen Arkanisten untersagt und wird einem Schwerverbrechen geahndet. Die Knochenleserin der Skarak und den Gerüchten nach einige der Söldner aus Melee sind dafür bekannt, sie zu praktizieren. Während die Motive letzterer unbekannt sind, sehen die Skarak die Entropie als heilig, was aufgrund ihrer allgemeinen Barbarei und Wegelosigkeit nicht verwunderlich ist. Dennoch scheinen die Knochenleserin die körperlichen Folgen ihres Einsatzes aus unbekannten Gründen besser zu ertragen. Kernelement des garagischen Entropie sind Knochen und Körperteile von Verstorbenen sowie diverse Narkotika, mittels derer die Knochenleserin mit den Verstorbenen Kontakt aufnehmen vermeiden. Selbstverständlich besäßen die Barbaren Wissen über die korrekt praktizierte Magie jener Firlefanz vollkommen unnötig. Man vermutet, dass ihnen mittlerweile die Knochen als eine Art Fokuspunkt liegen. Ja. Ich kann gut angehen. So, Hallo? Es kann nicht angehen, dass ich keine Waffe habe. Das ist echt die Katastrophe. Geht halt gar nicht. Oh. Man sieht ja selbst, ne, bei solchen kleinen Kämpfen ist das schon scheiße. Ohne Schwert, ohne Nahkampfwaffe. So, ich hoffe. Okay. Neues Schloss geknackten Besen. Stab der Heilung. Okay, den brauche ich nicht. Den kann ich auch leider nicht anfangen. Eine Schmuckschatulle. Scheiße. Ich habe so viel wenig Dietriche hier. Okay. Immerhin. Fußstapfen des Vielgereisten. Friedenskraut. Mariana oder was? Was ist dieser verdorbene Käse? Der ist doch unnötig, oder? Ich meine einfach. Ja. Stab dein und halt das Ziel. Ja, siehst du? Damit kann er nicht viel anfangen. Scheiße, was mache ich denn jetzt ohne jegliches Schwert? Geht ja einfach nicht. Ein Sack. Oh, da. Oh, Brot einfach in dem Sack. Das finde ich immer gut. Na toll, da hinten ist ein Gegner. Oder zumindest ist da jemand. Es ist ein Gegner. Ich habe doch keine Waffe. Nur ein Kratzer. So. Oh, oh. So, oh, oh. Ja, ich brauche die Waffe schnell. Okay. Okay, eine Eisenachse. Damit kann man doch arbeiten. Schlampe, Elende. Das Beste bereit. Ich bin kein. Bin ich eine Frau? So. Boah. Dramatische Musik gerade. Puh. Kann ich alles gebrauchen. Meine Güte. So, okay. Ich habe echt so wenig die Triche hier. Ist das schlimm, ist das. Man muss sich wirklich immer überlegen, bringst du das jetzt, bringst du das nicht. Warte, ich hätte was gehört, aber irgendwie hat mit wohl doch kein Geräusch erschreckt. So, naja, eine Eisenaxt immerhin, ne?
zur Not. Ich muss jetzt, glaube ich, den Bogen mehr einsetzen, weil auch... Schlafenheubert. Ich könnte eh, warte mal. Schlafen, dann werde ich A geheilt und B, ist dann, habe ich den ganzen Tag quasi vor mir. Wieso habe ich dann für die linke Seite eigentlich Nexus Mods auf? Das bringt mir doch gar nichts. Ah, es ist schön am Morgen. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist eine Eisbranke, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Aber ich habe doch noch eine Eisbranke dabei. Mal. Ja, Dauer, Tragekraft. Und es regnet mal wieder. Natürlich. Warum muss es immer in dieser Welt regnen einfach? Ist es England oder was? Was ist das hier? Das ist ja eine Riesenzugstrecke. Ich glaube einfach mal, du bist ein Gegner. Ich wollte gerade kurz mit rechts zielen. Er ist ein Straßendieb, das ist gut. So, ich kann den nämlich damit auch natürlich... Das ist das Schöne an sowas. Schaden machen, bevor ich ihn natürlich... Huch! Erzverwahrloste Teile. Was ist passiert? Hallo? Oh, hi. Oh, damit habe ich, glaube ich, dann... Gut, dass die sich nur verteidigen kann und ich dann nicht so viel Risiko. Ja, jetzt ist genug. Jetzt ist er nämlich tot. Eisenhaarene Schuhe. Was haben wir hier? Gold und Lehrlingsbuch Mentalismus. Ich glaube, das war sogar die Waffe, die ich vorher hatte, ne? Diese Streitaxt. Der Kriegshammer. Ich glaube, ich hatte vorher einen Kriegshammer, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Dann habe ich den jetzt wieder. Ich meine ja, Kriegshammer ist langsam. Aber das macht nichts. So, jetzt hatte ich hier, kann ich das mal, ich weiß das nach Namen. Ich will das nach Typ sortiert haben, genau. So, das ist das hier am besten. Die besten Stiefel, schleichen ist 4% effektiver. Das ist besser, glaube ich. Die besten Handschuhe habe ich an. Den besten Helm würde ich auch vermuten. Ein Eisenharnisch habe ich schon an. Okay. Ein Ring kann ich immer noch dazu tragen. Das ist gut. Ja, perfekt. Dann bin ich ja jetzt wieder ausgestattet. Das ist, ja. War aber auch. Es war. Pockern. Würde ich sagen, ey, Windpockern. Kennst du auch Pocker-Domäne? Der Superwohnmarkt. Okay, reicht jetzt. Gut, dass hier die Treppe ist. Treppen sind nämlich ganz oft gut. Einzelteile nicht, aber Eisenbarren und Eisenpfeile gehen immer. Das sieht gut aus hier mit den Schienen und so. Ziemlich modern, ziemlich realistisch modern nach Piraten versteckt. Okay, jetzt in dieser Folge. Da wollen wir das in jedem Fall machen. Wir haben wieder nach 15 Minuten, aber. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.